Und ich glaube, wir gehen jetzt, ich glaube, wir brauchen einen grünen Edelstein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, da wäre ein grüner Edelstein. Wir könnten auch mal unten gucken, ob... Nee, ich mache erstmal jetzt das Dunkelheitslevel. Oh, 60%. Schön gerade Zahl. ich gucke jetzt erstmal unten. Nee, ich mache jetzt erstmal das Dunkelheitslevel und gehe dann runter und gucke, was es da noch so Feines gibt. Weil wir haben jetzt, denke ich mal, 10 Relikte. So. Haben wir den grünen Edelstein? Nein, haben wir nicht. Wir haben noch nicht mal den gelben. Den gelben kriegen wir aber, glaube ich, mit 8 Edelsteinen. Ich meine, hier bräuchte man... Ich bin mir nicht... Ach komm, wir machen das einfach und dann werden wir sehen, ob wir hier alle Kisten kriegen können oder nicht. Hm. Dun, 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 dun. Hat jetzt wahrscheinlich nicht gepasst, weil ich die Musik nicht höre. Aber Musik ist gut. Alle Musiken sind hier gut. Wird das noch... Ja, ich glaube, das wird noch richtig dunkel. Bin mir aber nicht ganz... Doch, ich meine... Doch. Da gibt es sogar eine Stelle, wo man 3 Masken kriegt. Und da muss man da übelst... Ah, da vorne geht's schon los. Da muss man da übelst durchrushen. Nächste Woche kommt mein T-Shirt von Bone... Quatsch, mein Pulli von Boneclings an. Ich habe mir mal einen Pulli bestellt. Habe ich mir auch, komm, gönnst du dir mal, weil der sah auch richtig nice aus. Ich werde mir wahrscheinlich irgendwann noch einen Pulli bestellen oder ein T-Shirt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil der hat ein neues Logo und das sieht echt mega geil aus. Oh nö, das war scheiße. Das ist so ein B mit so einem Knochen durch, also als der Strich, der nach unten geht, der ist ein Knochen. Und der sieht halt nice aus. Oh, blauer Edelstein, okay. Hm. Gehen wir mal hin. Ich hätte vielleicht den Checkpoint mitnehmen sollen. Ich dachte, hier wäre der grüne Edelstein. Aber wenn es der blaue ist, ist es natürlich noch besser. Wow! Oh! Okay, das habe ich nicht gesehen. Wo kommen wir raus? Hier! Ja gut, dann kann ich nochmal gucken, ob ich alle Kisten da vorne habe. Von wegen haben und so. Dann beeile ich mich hier ein bisschen. Beziehungsweise warte, bis sie nochmal zugeht, weil das hat eben richtig gekostet. Ja, auf jeden Fall werde ich mir dann wahrscheinlich noch einen Pulli bestellen oder ein T-Shirt. Weil das sieht halt echt gut aus. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Logo von einem Baseball-Team irgendwie. Hat irgendein Fan gemacht. Okay, das ist nur eine Kiste. Ja, ich weiß nicht, ob der dann weg ist oder so. Ich habe übrigens auch... ich weiß nicht seit wann. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich es abgespeichert habe. Aber wenn ich das hier hochlade, dann seht ihr das auf jeden Fall. Unten in meiner Videobeschreibung habe ich ja den... Ah, okay. Ah, kann ich den ganzen Ranz nochmal machen, ey. Okay, ich schätze mal, dass man hier alle braucht. Das ist dann so ein bisschen wie... in dem Level von Crash Bandicoot 2 in dem... Ja, dann seht ihr das auch mal. in dem Future Level, in dem einen, da brauchte man auch alle Edelsteine, um dann da durchzukommen, durch dieses Edelstein-Gezumpel. So, warten.
Und vielleicht sehe ich den Bonklins. Bonklins. Bonklins ja sogar mal im. Im Sommer. Der kommt jetzt im Februar nach Deutschland. Und im Sommer kommt er auch nochmal nach Deutschland. Nur das Problem ist, dass er jetzt im Februar fährt er nach Berlin. Und Berlin ist halt extrem weit von mir weg und da habe ich halt keinen Bock drauf. Aber im Sommer wird er wahrscheinlich ein bisschen südlicher kommen. Also ich gehe mal davon aus, irgendwie Düsseldorf oder Köln oder sowas. Und da würde ich dann schon mal gerne hinfahren und den treffen. Und meine super Englisch-Skills auspacken. Ah, das war scheiße. Warum geht die eine Kiste nicht auf? Vielleicht kriege ich es ja hin. Okay. da muss ich mal gucken. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Das ist ein beschissenes Bonus-Level, das mag ich nicht. Das Level mag ich auch nicht so. Aber das mag ich noch mehr als den anderen Quatsch. Also den anderen Gedöns da. So, komme ich hier drüber? Ja, das ist schön. So, mal gucken, wie das jetzt hier so ist. Den lassen wir mal stehen. Super toll gemacht. Den lasse ich auch noch da. Oh, nicht der fucking Ernst. Ich habe alle gehabt, ey. Da waren 3 Stück. Ich dachte, ich hätte gerade die oberste Kiste zerstört. Ich war mir da nicht so ganz sicher. Oh Mann, ich hasse Dunkelheitskack, aber gibt's nur zum Glück das eine hier. So, machen wir nochmal den gleichen Quatsch hier. Habe ich jetzt... Ah, so weit war es schon. Ich dachte, ich wäre jetzt gerade bei den einen... Ach man, ist das scheiße, ey. Mag das nicht.
Oh nein. Schön. So. Puh. Ich hoffe, dass vorne auch drei waren. Oh mein Gott. Aber von den Kisten her könnte das schon irgendwie hinkommen, so jetzt. Dass man da alle kriegen kann. Ja, wir haben jetzt schon 92. Lassen Sie mich in Ruhe, Sir. Bitte. Mach auf! Wow! Okay. Ach, ich hab mich doch gedreht. Ihr habt's ganz genau gehört. Ich seh's sogar auf der Tonspur. Also dieses Level ist so gar nicht meins. Mach, 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 mach. Da bin ich eben noch drüber gesprungen. Obwohl ich nicht wusste, dass das da ist. Und jetzt laufe ich einfach mal rein. Lass mich in Ruhe. Doof. Oh, diese Dreckstür, ne? Mach doch die Kisten kaputt. Oh, danke schön. Ich dachte, jetzt käme hier noch irgendwie so Mist wie bei Crash Bandicoot 2, dass man da irgendwie... Oh, ich dachte schon gerade. Dass man da irgendwie noch im Dunkeln diese komischen Bauchplatscherkisten kaputt machen müsste. Ah, okay. Dann wäre dieses Level jetzt auch erstmal abgeschlossen. Ich glaube, ich speichere jetzt auch direkt nochmal. und dann düsen wir mal nach unten. Und dann können wir vielleicht schon den gelben Edelstein holen. Ich weiß gar nicht, wo es den grünen gab.